So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe hier den Raphael bei mir. Raphael Balzer ist sein Name. Er ist ein Fahrer in der Mikroklasse und hat heute noch nicht ganz so viel Glück. Erzähl mal von deinem Tag heute, wie der so gelaufen ist. Also, der Tag war heute ganz gut. Ich hatte nur einen kleinen Unfall. Ich bin ausgerutscht, weil ich im Wasser gefahren bin und habe da gebremst. Und dann bin ich gegen die Wand gefahren. Mittendrin war ich ohnmächtig, weil ich mit meinem Kopf auf den Lenkrad geknallt bin. Und dann war mein Kart noch zu Gange. Und dann war ich dann noch ohnmächtig und dann hat es Bumm gemacht. Und da hat mich einer auf den Arm genommen und dann bin ich wieder aufgewacht. Ihr seht also, das ist alles ein harter Männersport hier bei uns, ne, wenn die Leute ohnmächtig werden und so weiter. Aber jetzt ist bei dir wieder alles gut, oder? Ja. Bei dem Wetter jetzt, wo fährst du lieber, im Regen oder lieber im Trocknen? Lieber im Regen und Trocknen. Also bist ein Allroundfahrer, überall macht dir Spaß, ne? Okay, jetzt haben wir noch ein Rennen in Wackersdorf. Was meinst du, was da noch geht? Sehr viel. Sehr viel geht noch? Ja. Da sind wir mal alle sehr überrascht, was du noch um das bringen wirst da. Okay. Sonst ist halt bei dir alles soweit okay im ersten Jahr? Jetzt hier, wie gefällt es dir bei uns hier bei der Rotax so? Willst du hier weiterfahren oder lieber woanders da oder lieber Urlaub machen in Kroatien? Was meinst du? Lieber weiterfahren. Also wieder weiterfahren. Wenn wir uns noch öffentlich bei uns hier sehen noch mit dir und dann macht mir viel Spaß. Ja? Ich bedanke mich für das Interview und alles klar. Bis Wackersdorf. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Top.